Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur 54. Frankenberger Orgelmatinee. Aufgrund der aktuellen Rechts- und Inzidenzlage nochmal als Online-Format. Ich bin jedoch optimistisch, dass die nächste Orgelmatinee im Juli dann endlich wieder als Präsenzformat stattfinden wird können und dass dies hier dann vorerst die letzte Aufnahme einer Orgelmatinee sein wird. Die heutige Matinee wird noch einmal das schon 2 Wochen zurückliegende Pfingstfest musikalisch ausleuchten. Es wird Orgelwerke pfingstlichen Charakters geben, von der Spätrenaissance bis zum Spätbarock. Das erste Werk ist Johann Sebastian Bachs Bearbeitung über Komm Gott, Schöpfer, Heiliger Geist aus dem Orgelbüchlein. Es entspricht im Grunde dem typischen Orgelbüchlein-Typus, die Melodie in der Oberstimme, 4-stimmige Setzart. Besonders ist jedoch die dreierbasierte Notation des Stückes. 3, das liegt bei Pfingsten schon recht nah, Ausschüttung des Heiligen Geistes, vollendete Trinität. Besonders im Klangeindruck ist jedoch, dass der Bass, die schwere Stimme, immer nur auf die dritte der jeweils 3 Zeiten schlägt, also immer gefühlt auf den falschen Moment. Über diese Faktur ist viel spekuliert worden. Vielleicht ist dieser Schlag auf die 3 ein Symbol für den Heiligen Geist als dritte trinitarische Persönlichkeit. Oder dieses etwas Torkelige ist praktisch ein Freudentaumel im Pfingstrausch. Oder vielleicht ist auch dieses etwas grundlose Wirken ein Symbol für die Volatilität des Heiligen Geistes. Es ist auf jeden Fall ein sehr besonderer Höreindruck, der dort entsteht. Es folgen die 3 Versetten von Samuel Scheidt über den Pfingsthymnus Veni Creator Spiritus. Diese 3 Versetten sind eine der Hymnen aus der sogenannten Tabulatura Nova, Scheidts großem Orgelwerk. Diese sind sicherlich eigentlich für die Alternatimpraxis gedacht, also für den Wechsel von Orgelvers, gesungenem Vers und wieder Orgelvers. Der erste Satz hat eher einen vokal-motettischen Charakter. Der zweite Satz ist dann ein Tenorkantusfirmus mit polyphoner Grundanlage. Und gerade der letzte Satz ein sehr beeindruckender und monumentaler Basskantusfirmus. Es folgt von Dietrich Buxtehude eine Bearbeitung über den Choral Nun bitten wir den Heiligen Geist, Buxw.V. 208. Es ist praktisch noch die erste von beiden Bearbeitungen mit einem sehr, vitalen Grundcharakter und einer gewissen pfingstlichen Spritzigkeit in sich. Es folgt das Veni Creator des altfranzösischen Meisters Jean Titelus. Er gilt eigentlich als der Erfinder der französischen Orgelmusik. Er ist so auf der Schwelle von der Spätrenaissance zum Frühbarock, eher noch auf der Seite der Renaissance, würde ich meinen. Und er ist eigentlich der Erste, der dezidiert Orgelmusik wirklich Orgelmusik geschrieben hat, ohne die Möglichkeit einer anderen instrumentalen Ausführung offen zu lassen. Sein Veni Creator, es sind 4 Versetten, die für die Alternatimpraxis gedacht sind. Um den ursprünglichen Höreindruck dieser Alternatimpraxis zu verdeutlichen, werde ich die entsprechenden Verse einsingen, um eher begreiflich zu machen, wie dieses Stück eigentlich angelegt ist, da es ja eigentlich nicht für den reinen Konzertvortrag konzipiert ist, sondern in eine liturgische Handlung eingebettet sein muss. Jean Titelus ist ein polyphoner Meister, man könnte sagen, eine gewisse Musik für Feinschmecker. Sein Kanon, die 3. Versette, ist sehr beeindruckend und vor allem die 4. Versette, eine große Orgelmotette, wo wirklich in ganz subtiler Verflechtung eine Choralzeile nach der nächsten als Motiv eingeflochten wird, ohne dass man wirklich merkt, dass man sich in neuen Abschnitten befindet. Das ist wirklich ganz große Kunst. Es folgt die 2. Bearbeitung von Dietrich Buxtehude über Nun bitten wir den Heiligen Geist, Buxtehude 209. Diese ist nun viel intimerer Art als die erste, etwas spritzigere, etwas in sich gekehrter, würde ich meinen. Das letzte Stück ist Johann Sebastian Bachs große Bearbeitung aus den Leipziger Chorälen über Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Stück zu Anfang, den Orgelbüchlein-Choral. Der taucht hier jetzt wieder auf. Bach nimmt nochmal diesen Orgelbüchlein-Choral, verändert ihn ganz leicht an einigen Stellen, aber er nimmt ihn einfach nochmal so, wie er ist, und setzt dann einen zweiten Teil daran heran. Die Melodie wandert nun von der Sopranstimme in den Bass und es entwickelt sich eine rauschende Toccata über diesen Bass, in dem der Choral geführt wird. Man spürt wirklich den Heiligen Geist wehen und flattern, wo er will und mag. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen.
Camus ad prefinium, te queu trius quae spiritu, credamus omni tempore.